So, herzlich willkommen, liebe Freunde von meiner Seite aus. Ich möchte nun mich der ganzen, sage ich mal, anderen YouTube-Geschichte langsam mal anreihen und auch mein Pack-Opening zum Team of the Year für euch veröffentlichen, beziehungsweise erstmal muss ich hier die Pakete ziehen. Ich habe 350.000, das ist jetzt nicht sonderlich viel, also ich kann jetzt keine paar Millionen rausklatschen oder so eine Scheiße. Aber ich kann immerhin 100.000er Pack öffnen und ein paar kleinere Packs. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, da ja heute Sonntag ist und man alle wunderschönen Spieler derzeit ziehen kann, fangen wir doch erstmal mit den etwas kleineren Packs an und steigern uns dann hoch bis zum 100.000er Pack. Das ist, denke ich mal, relativ fair. Ich hoffe, wir ziehen vielleicht den einen oder anderen guten Spieler. Ansonsten heißt es wieder, ich muss anfangen Livestreams zu machen, ein paar Rager-Matches gewinnen, weil ich arm bin wie eine Sau. Wobei Campbell habe ich noch. Ja gut, eigentlich hätte ich auch 800.000 haben können. Aber es ist jetzt total egal, darum geht es jetzt gar nicht. In unserem ersten Pack haben wir immerhin schon mal Hernandez gezogen, der leider absolut gar nichts wert ist. Ja, stark. Aber egal, wie gesagt, ein paar Münzen haben wir. Vielleicht ziehe ich jetzt hier nochmal die ein oder andere Vertragskarte. Ich setze jetzt mal alles, was ich halbwegs ziehe, auf die Transferliste. Zumindest das, was auch nur ansatzweise irgendwie von Wert sein könnte. Und dann gucken wir mal, ob uns jetzt Falcao ein bisschen Glück bringt. Ihr könnt euch ja gleich mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise dann, wenn ihr das Video seht, ob ihr jegliche Team of the Year Spieler oder irgendwas dergleichen gezogen habt. Mich würde es interessieren, denn der Xbox-Markt ist auf jeden Fall mit den Scheißspielern überflutet. Also selbst von Ronaldo und Ibrahimovic gibt es ja mal dermaßen viele. Das ist absolut krass. Aber hey, was soll man machen? Wenn man halt ein bisschen Glück hat, hat man halt ein bisschen Glück, würde ich mal sagen. Und ja, ansonsten ist natürlich Ronaldo Fußballer des Jahres geworden, meiner Meinung nach komplett verdient. Messi war einfach zu lange verletzt und gut, Ribéry hat zwar trippeltechnisch einiges gerissen mit Bayern, aber ich denke mal, Ronaldo, gerade jetzt nochmal in den letzten Monaten hat er nochmal extrem aufgedreht. Also der Typ ist einfach krank, einfach krank. Ist aber auch nur meine Meinung, kann natürlich jeder sehen, wie er möchte. Und ich öffne jetzt weiterhin munter Packs. Und dann würde ich mal sagen, ja, Nesta, sehr stark. Dann, wenn ich bei, wo ist es denn jetzt? Ja, was ist denn das hier? Bei 330.000, ein Pack mal jetzt noch auf. Dann kommen 15.000er Packs und dann können wir das 100.000er Pack öffnen. Und dann kann ich mich schon wieder tierisch aufregen, dass alles in die Hose ging. Ich mache jetzt hier mal zwei 15.000er Packs auf. Einfach wegen der Sicherheit. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück. Also wie gesagt, dieses Jahr, die ein oder andere Person wird sich ja noch daran erinnern können, dass ich in FIFA 13 enormes Glück hatte in den Packs. Da habe ich ja wirklich jeden Spieler gezogen. Aber dieses Jahr hält es sich extrem, extrem in Grenzen, wenn man das jetzt mal noch relativ nett ausdrücken möchte. Ich glaube, abgesehen davon, dass ich zweimal Aguero gezogen habe, als er noch 400.000 wert war, und einmal Hazard, war es das dann im Endeffekt. Und mein einziger Inform war Gervinho. Also alles nicht so doll. Die ganzen blöden Verträge brauche ich jetzt mal nicht. Natürlich könnte man die verkaufen, aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal. Auf die paar Münzen muss ich jetzt kein Ei legen, sage ich mal. Und ich würde wirklich echt gerne seit Ewigkeit einfach mal wieder eine gute Karte ziehen. Irgendetwas. Schwarz, blau, scheißegal. Oder irgendwie was, was ein bisschen was wert ist. Ansonsten ist das hier echt nicht mein Jahr. Und es scheint wirklich nicht mein Jahr zu sein. Mertens, nee, der war letztes Jahr, letzte Woche im Team der Woche. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber hey, soll's. So, die Fitnesskarten nehme ich noch mit. Ich bin froh genug, dass überhaupt dieses Jahr der Verein mehr oder weniger unendlich groß sein kann von den Verbrauchsobjekten her. Das ist schon relativ witzig. Alessandrini, Montero, vielleicht brauchen wir die mal irgendwann für ein Team. ZM, Dorans, oh, relativ nette Allround-Werte, außer Premier League. Nehme ich mal mit, den Lachs. Wir hatten es auch. Und ja, dann wollen wir mal Attacke machen. Mit dem 100.000er Pack. Also da bin ich jetzt mal echt gespannt. Entweder oder. Außerdem ist auch noch im Legenden-Spotlight Maldini. Also das ist ja wohl mal extrem krass. Wobei Maldini ja wertungstechnisch eigentlich schlechter ist als ein Ramos und Thiago Silva. Vielleicht fällt er dann ja mal im Preis. Aber wollen wir mal machen. 100.000 Münzen einfach mal kurz in den Wind schießen. Und ich hoffe, dass hier wenigstens irgendeine gute Karte drin ist. Ich gucke auch nicht hin. Ich ahne eh schon wieder nur Schlimmes. Bitte, 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 bitte.
niemals, niemals, dass die einzige Karte, die ich gezogen habe, Pirlo ist. Vom Rating her, die am höchsten ist. Ist ja nur Kacke. Oh Mann. Robinho, ja gut, kann weg, der ist auch nichts mehr wert. Huch, Transferliste. Bruma kann ich mal speichern, wegen der Sicherheit. Kaká war letzte Woche im Team der Woche. Lulic ist ein netter Allround-Spieler, speichere ich auch mal. Marcelo ist vielleicht noch ganz, ganz bisschen was wert, aber darüber hinaus ist es halt echt mau. Richtig mau. Ja, nehme ich auch mal mit. Die Sanctis brauche ich nicht, Giggs brauche ich nicht, Bend nicht. Hut, Fred, Diaz, Valencia, war gut für den Fall der Fälle. Zapata, falls man irgendwann nochmal hier ein Team um die bauen sollte, aber es ist echt richtige Kacke, die wir hier gezogen haben. 100.000, 100.000, weg. Ja, Glückwunsch. Egal, wer kann, der kann. Man muss ja immer so tun, als ob. So ein 30.000er Pack und dann habe ich den Kram eigentlich schon wieder fast gefressen. Wo ist es hier denn? 35.000er. Komm, ja, gib ihm. Ich war bislang bei den 100.000er Packs immer relativ gut dabei. Dass ich hier jetzt so einen Abfuck gezogen habe, ist halt echt richtig bitter. Aber hey, was soll's. Was soll's. Aufregen bringt auch nichts. Sich in so einem Pack auch noch Torres. Oh, ich krieg ein Kind. Ganz vergessen. Das weißt du nicht so. Ja, immer. Durchgängig. Durchgängig. Ja, Südafrika. Mann, das ist doch alles Kacke, Jungs. Ganz im Ernst. Guckt euch das mal an. 35er Pack. Das, was ich am häufigsten ziehe, was denn selten ist, sind diese verkackten Verträge, die nichts wert. Also, sie sind schon was wert. Dann können die doch einfach alles non-rare lassen. Ich will einen Hazard haben, ein bisschen Low-Budget-Spieler und alles ist in Ordnung. Das ist doch eine richtige Kacke. Oh, Sharawi. Na gut, ist auch nichts wert. Egal. Transferliste. Nee, das machen die mit Absicht. Das machen die hundertprozentig mit Absicht. Gebe ich mir jetzt noch bis 100.000, ziehe ich runter. Wieder ein bisschen Money zum Rage Jam brauche ich ja letztendlich auch noch. Wollen wir mal gucken. Ein paar Megasets haben wir ja noch. Juhu. Das gibt's doch gar nicht. 5 Stück von den Scheißdingern. Ich hätte fast 500.000 gehabt. Ich hätte mir sogar schon fast einen Ramos kaufen können. Naja, was willst du machen? Lindegaard, Wellington und Viviano. Ja, gut. Das ist alles irgendwie nicht so das Wahre. Und wieder habe ich hier nur diese beschissenen Verträge rumhängen. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch Blödsinn. So. Chelsea. Nee. Nicht so stark. Nicht so stark. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ich werde einmal ganz kurz nachgucken, was der Campbell wert ist. Auch wenn das jetzt hier nicht ganz so viel mit dem Pack-Opening zu tun hat. Weil sonst würde ich den verkaufen. Weil wenn er jetzt noch knapp 400.000 wert ist, könnte ich mir danach wenigstens Ramos holen. Oder eben gegebenenfalls den netten Thiago Silva, den ich ein bisschen mehr Bock habe. 200? 375? Oh, ist ja gar nichts. Scheiße. Na, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Jetzt muss ich mal gucken, was Thiago Silva wert ist. Hätte ich den einfach mal direkt verkauft. Ich hänge immer zu sehr an den Spielern. Gerade an die ich gewonnen habe. Da freue ich mich immer an Ast. Einfach nur, weil ich sie gewonnen habe. Ist doch kacke. 600.000 kostet Thiago Silva. Und Thiago Silva sieht aber auch wirklich krass aus. Richtig krass aus. Ich glaube, da werde ich mir mal was einfallen lassen. Dementsprechend lasse ich das jetzt mit dem Pack-Opening erstmal sein. Ich habe jetzt ja wirklich nur Bananenzeug gezogen. Also wirklich richtige Kacke. Ist schon hart beschissen, aber was soll man letztendlich machen? Ich würde einfach mal sagen, ich hoffe, dass ihr mehr Glück hattet. Und dementsprechend war es das hier jetzt erstmal vom Pack-Opening. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut da rein.